Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. In der letzten Folge sind wir hier in diesem blutverschmierten Raum stehen geblieben. Und ich will eigentlich gar nicht wissen, was uns da hinten erwartet, aber wir werden hier auf einmal Schranktür aufmachen. Ich wollte mich nicht verstecken, ich wollte gucken, ob hier vielleicht irgendwo eine Batterie liegt, kann ja sein. Let's go! Was erwartet uns hier? Oh, das ist noch ein bisschen hell. Da oben kam Funken. Okay. Da geht's weiter runter. Das ist nicht nett vom Spiel. Ich gehe hier aber mal weiter schauen, ob hier vielleicht irgendwo eine Batterie liegt. Ich habe einen Tipp bekommen, meistens auf den Boden zu gucken. Ja, nice one. Eine Batterie. Läuft doch, würde ich sagen. Ja, und dann können wir auch schon runter. 6 Batterien haben wir. Ups. Ah, da geht's. Kann man hier rüber jumpen? Ja, tatsächlich. Jetzt geht's runter. Ich will nicht gar nicht wissen, was uns hier unten erwartet. Sieht ein bisschen creepy aus hier unten. Ein bisschen sehr sogar. Oh, hier geht's sogar noch weiter runter. Was ist das für eine Psychiatrie, Anstalt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was es hier sein soll. Krankenhaus. Hier kann man durch, ne? Ah, wow. Framerate. Oh, speichert schon wieder. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Okay. Die Framerate war gerade wieder voll am Spinnen. Naja, egal. Nächsten Monat bekomme ich einen neuen Prozessor und dann sollte sowas nicht mehr passieren. Hat dann statt 2 Kern 4 Kern. Weil ich ja immer fürs Aufnehmen mehr brauche. Oh, da liegt eine Leiche, ne? Oder? Okay. Dem geht es anscheinend nicht gut. Ich hoffe, er springt uns gleich nicht an. Warte mal, falsche Richtung. Da geht's lang. Kann man da durch? Ich glaube schon, oder? Wenn man sich so duckt. Tatsächlich. Was war das? Ich will das gar nicht wissen. Ich will das ehrlich gesagt gar nicht wissen. What the... Warte mal. Also da muss jemand geflohen sein oder gerannt, aber die Frage ist ja wovor. Oh Gott. Was sind das hier für Geräusche? Vielleicht müssen wir hier auch lang. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht so gesprächig bin, aber dreht 2 Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Also da müssen wir nachher lang, wie ich sehe. Okay. Oh, was sind das hier alle? Nein. Nein. Lauf! Hier durch! Ich weiß nicht, wo... Geh doch da rein, Mann! Man! Oh nee, der ist schon wieder da, der Typ. In der letzten Folge hat er uns ja verfolgt. Und das. Oh, ist das in der letzten oder vorletzten? Oh, ich hab schon. Das ist die 6. Folge inzwischen schon. Es geht voran, würde ich sagen. Im Übrigen trage ich nicht den Kapuze, weil ich mich wie ein Gangster fühlen will, sondern weil meine Haare nicht gemacht sind. Das dann blöder aussieht. Aber kann er eigentlich hier lang? Ich hoffe nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf, dass er hier lang kann. Aber ich schätze mal nicht. Die Musik ist noch da, das heißt, er müsste da irgendwo in der Nähe sein. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, vor dem wegzurennen. Ich finde es nur schlimm, wenn man nicht weiß, wann genau er kommt. Und wenn man die Ketten hört, dass er dann in der Nähe ist. Okay. Wo ist er lang gegangen? Er hat uns nicht gesehen. Glaube ich zumindest. Vielleicht links lang. Ach, geh. Nein, box mich nicht! Lauf doch, lauf! Komm, lauf, hopp! Ist dadurch, dadurch. Du bist zu fett dafür, Mann. Tja, deswegen sollte man abnehmen. Du kannst ja bei The Biggest Loser mitmachen. Mann, wir müssen hier irgendwie warten, bis der mal wirklich verschwindet. Links ging es schon mal nicht lang, haben wir gesehen. Nach meiner Sprintaktion und nachdem ich einmal geboxt wurde. Können ja auch zoomen.
Ist aber eine gute Kamera. Wenn man so weit zoomen kann und trotzdem alles von vorher so gut sieht, wie man, als wenn man nicht zoomen würde. Oh, ich bin noch ganz verwirrt. Ich bin erst mal eine halbe Stunde aufgewacht und muss noch das LP für heute rausbringen. Beziehungsweise schneiden. Der ist hier immer ganz in der Nähe. Geradeaus scheint mir auch nicht lang zu gehen. Der ist jetzt gerade nach links gegangen, oder? Hier werden wir uns jetzt verstecken. Ich hoffe mal, dass er nicht hier langkommt, wegen sonst weiß ich nicht, wohin wir flüchten sollen, außer nach rechts. Oh, das ist gruselig. Wobei, ich habe wirklich gruseligere Spiele gespielt, aber das muss ich zugeben, ist wirklich ein Hammer-Game. Der Gruselfaktor fehlt etwas, aber wirklich. Applaus für das Spiel. Falls ihr euch auch holen wollt, bei Steam, kostet 20 Euro. Ist eigentlich in Ordnung, finde ich, für ein PC-Spiel. Ja, PC-Spiele kosten im Allgemeinen nicht so viel. Okay. Wir müssen hier da irgendwann lang, damit wir was auch in der Folge erreichen. Hier geht's lang, okay. Hopp. Ah, lauf! Oh nein! Wo bin ich? Nein, ich bin gestorben! Zum allerersten Mal in diesem Spiel. Aber ich habe gesehen, jetzt wo es ungefähr lang geht. Oh, nee. Schade, schade, aber auch. Oh, ein Glück hat es hier gespeichert. Wir laufen einfach mal nach links. Wo ist er denn, Mann? Kann doch nicht sein, dass er immer hinter uns herläuft. Oder? Ja, ja. Hier kann man aufflüchten. Wo geht's denn hier lang? Oh! Ein Ventil. Ein Ventil haben wir schon mal gefunden. Das andere wissen wir ja, wo es ist. Rechts lang. Also hier sind wir sogar in Sicherheit, falls wir flüchten sollten. Ganz schön neblig hier, ich will hier raus. Wir dürfen nicht normal sterben, da wir die Ventile da sonst nochmal drehen müssen. Oh, das sieht ganz komisch aus. Ah, hier kann man auch durch. Ah, das ist Service, finde ich. Der ist da irgendwo, aber ich glaube, hier drin sind wir in Sicherheit, da er so groß und breit ist. Eieiei. Und der ist nackt, oder? Ist er nackt? Ah, ich will da lieber nicht ranzoomen. Aber wir können jetzt hier in Sicherheit ihn beobachten. Als wenn er uns nicht sieht. Komm schon, wir sind hier in einem Rohr. Er muss ihn nur bücken und dann reinkriechen und dann könnte er uns theoretisch sehen. Aber wir können jetzt ein bisschen beobachten. Hopp. Und da ist er rüber gejumpt. Haben wir schon mal einen rüberjumpen sehen? Ja, doch. Als wir vor diesem komischen Typen da im Keller abgehauen sind, der hatte noch so einen Knüppel in der Hand und der ist einfach nur breit gebaut und deswegen kann er uns so verhauen. Hm. Nicht besonders nett. Nicht besonders nett. Ich weiß nicht, wie lange wir hier sitzen bleiben sollten, beziehungsweise knien. Ja, knien, würde ich sagen. Oh. Ja, wir wissen, dass rechts nichts ist. Da sind wir vorhin aber geflüchtet. Oh, oh. Rechts lang. Da lang. Und wieder hier rein. Das sind vielleicht geht er ja nach rechts. Von uns jetzt aus gesehen, von Ihnen aus gesehen links. Und dann können wir da vorbeisprinten. Ich glaube, diese Situation werde ich gleich nutzen, weil er uns sowieso nicht sieht. Ich weiß auch nicht, wieso er uns nicht sieht. Ich meine, von hinten kommt Licht. Im Normalfall müsste er uns sehen. Aber naja, solange er nicht rankommt, ist doch alles gut. Kann er nicht nach... Hm, ich glaube, wir müssen ihn sogar irgendwie weglocken. Schnell ist er nicht gerade. Deswegen haben wir doch eine Chance, ihn irgendwie wegzulocken. Sollen wir es nutzen? Wir nutzen es. Hey, what's up, man? Hey, Digga, wir sind hier. Hier.
Hallo? Siehst du mich? Hallo? Ich warte sogar. Okay, da hinten geht's lang. Das ist schon mal gut zu wissen, wo es lang geht. Hallo? Es beunruhigt mich, den nicht mehr zu sehen. Okay, er hat uns wieder gesehen. Das merkt man an der Musik, aber wir werden hier hopp, rüber flüchten und hier rein. F, Nachtsicht ausschalten. Ha, du bist wieder zu fett dafür. Ah, ja. Abnehmen hilft wirklich in manchen Fällen. Ja, jetzt hau ab wie die beleidigte Leberwurst. Deine Mutter mag dich nicht. Spinnennetze hier auch noch. Daran haben die auch gedacht, an die grafischen Feinheiten. Und jetzt können wir... Der ist immer noch bad drauf. Okay, lauf. Rechts. Jetzt können wir da lang. Es speichert sogar noch. Das ist sehr gut. Jetzt lauf. Wir wissen, wo es lang geht. Als wenn er uns nicht gesehen hat, Mann. Jump rein. Was? Sie sind gestorben? Ah! War doch keine gute Idee, da rein zu jumpen, was? Okay, nee. Okay, einmal haben wir sogar Selbstmord begangen. Wo sind wir hier? Okay, ich weiß, wo wir sind. Wir müssen hier runter die... Ah, okay. Diesmal nehmen wir doch den ehrlichen Weg und klettern runter. Statt lieber runter zu... Mama? Ah, wir können jetzt nicht die Kamera haben, das ist blöde. Ich schätze mal, dass es unten dunkel wird. Alter, es geht wirklich tief runter und da bin ich runtergesprungen. Ah, hier liegt wieder einer. Oh, ich will hier eigentlich gar nicht lang gehen, aber... Was getan werden muss, muss... gemacht werden. Oh, ich hoffe, hier unten müssen wir nicht fliehen. Ich hoffe, hier unten müssen wir wirklich nicht fliehen. Das wäre gruselig, weil es hier so dunkel ist. Ey, das hat mich jetzt gerade an Dungeon Nightmares erinnert. Falls ihr Dungeon Nightmares noch nicht gesehen habt, guckt mal auf unserem Kanal ein bisschen nach. Müsstet ihr dann eigentlich erkennen. Beziehungsweise sehen. Müssen wir da oben lang oder kamen wir daher? Das ist jetzt die Frage, die wir uns stellen sollten. Eine weitere Frage, die wir uns stellen sollten. Wer war dieser Typ, der gerade reingeguckt hat und der jetzt spurlos verschwunden ist? Ich will lieber nicht rennen, weil man uns dann hören konnte. Schätze ich mal. Okay, da hat jemand sehr gute Laune und singt gerade uns ein Lied vor. Das ist aber nicht besonders beruhigend. Oh! Sie müssen keine Angst vor mir haben. Ja, das stimmt. Okay. Ach, wir sollten uns filmen und wir haben hier uns wieder eine Notiz gemacht. Ich habe irgendwo gelesen, dass wir die Notizen auch lesen können, aber ich weiß nicht genau wo. Wahrscheinlich irgendwo hier, oder? Das sind die Notizen, die wir gefunden haben. Runterscrollen können wir noch nicht. Ah, ich habe mir wirklich die Steuerung besser durchlesen sollen. Ah, Notiz! Ei! Wir lesen uns das jetzt alles durch.
Der riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe einen Patientenakt über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Okay, wir lesen uns jetzt alle Notizen durch, die wir gemacht haben, aber ich wusste nicht, wie man die halt aktiviert. Der Priestervater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden, steht mit Blut an der Wand geschrieben. Ja. Nekromantie? Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Oh ja. Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Wallrider. Das Wort Wallrider tauchte überall auf. Warcraft hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt, aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine psychische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Der Doktor ist tot. Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch. Was ist Projekt Wallrider? Das ist die Frage, würde ich sagen. Das ist die Frage. Wir gucken hier noch im Raum durch, um eventuell noch ein paar Batterien zu finden oder eine. Was hat hier gerade geblinkt? Hier hat doch irgendwas geblinkt. Du hast nicht rein zufällig Batterien für mich im Angebot? Ja, ich will die Tür eigentlich nicht aufmachen. Okay, er scheint noch einigermaßen klar im Kopf zu sein, auch wenn er nicht so aussieht. Weil er mir einige Tipps gegeben hat. Vielleicht müssen wir jetzt runter. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich müssen wir jetzt runter. Ach, man muss... Er geht nicht automatisch runter, okay. Speichert schon wieder. Ich würde nur sagen, das war's dann mit dem heutigen Part von Outlast. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es auch ruhig liken und in der nächsten Folge werdet ihr sehen, wie es weitergeht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.